Hallo Freunde, ich bin's wieder, Bowser-Legende. Ich grüße euch zu Let's Play Banjo-Kazooie Blind. Das letzte Mal haben wir auf Mumbus Mountain die letzten Noten eingesammelt, oder besser gesagt alle, und noch ein paar Puzzleteile und wollten heute eigentlich die neue Welt betreten. Aber wir laden erstmal unseren Spielstand und dann sage ich euch, ich gehe nochmal zu Mumbus Mountain, denn mir ist was eingefallen. Ich habe eine leere Honigwabe übersehen. Und die werden wir jetzt auch gleich holen. Und hören uns die tolle Musik an. Na, ich habe so Bock auf das Game gerade. Okay, Mumbus Mountain. Okay. Weil wir brauchen im Grunde nur noch eine, glaube ich. Und dann haben wir eine gefüllte Honigwabe mehr. Das heißt auch ein Leben mehr. Okay. Okay, soweit ich weiß, sollten wir hier zwei füttern und auf eine nur eine Stampfattacke machen. Dann soll irgendwie hier, glaube ich, ein Ding, ja, die leere Honigwabe rauskommen. Mein Gott, hey. Warte. Jawohl, geht doch. Okay, noch eine. Falsch. Kamera erstmal drehen. Nein, so nicht. Moment. Jetzt. So, und jetzt da drauf eine Stampfattacke. Glaube ich. Oder halt, nein, da oben ist doch eine. Ah ja, stimmt. So, jetzt haben wir schon mal ein Leben mehr. Okay. Das wäre es aber eigentlich auch schon, muss ich sagen. Dann könnten wir jetzt theoretisch das Level schon verlassen. Gut. Passt ja. Hey. Dämlicher. Nein, ich sag's lieber nicht. Okay, und raus aus dem Level. Zeit, eine neue zu betreten. Also eine neue Welt. Wir wollen ja deutsch bleiben, nicht keine neue Level. Okay. Nein, nicht kacken, Kazooie. Laufen, genau. Ja, so. Lauf, Kazooie, lauf. Okay, hallo. Danke für den süßen Honig. Okay, ich glaube, hier irgendwo war noch Grundhildas Schwester, soweit ich weiß. Okay, hier. Grundhilda putzt ihre Zähne mit stinkendem Käse. Okay. Ihr Haar wäscht sie mit Fledermausköteln. Ihre Kleidung holt sie sich aus der Mülltonne. Ja, das habe ich gesehen. Und Hilda putzt ihre Zähne mit stinkendem Käse. Okay. Ich glaube, das waren schon. Ja, hier habe ich. Ja. Okay, man sieht schon, Grundhilda ist eine schlampige, widerliche, hässliche, alte Hexe, die nichts Besseres im Kopf hatte, als unsere Schwester zu entführen, was im Grunde überhaupt keinen Sinn für sie macht. Aber egal. Dadurch wird sie auch nicht schöner. Auch wenn sie unserer Schwester die Schönheit entklauen würde. Naja, wie auch immer. Moment mal, bin ich hier überhaupt richtig? Irgendwo musste ich doch, ja. Ich glaube, da vorne geht es zur zweiten Welt. Okay. Ja, ja, genau, hier geht's lang. Ich wusste es. Der Vogel steht bald nicht mehr still. Da dreht er sich auf meinem Grill. Glaubst du? Und tschüss. Ich bin eine rote Feder. Wenn Kazooie das Fliegen gelernt hat, werde ich ihr dabei behilflich sein. Okay, super. Ich weiß, Moment, hätte. Ich glaube, hier gab es noch irgendwie ein Rätsel, das man lösen musste. Nee, sicher, so sicher nicht.
vielleicht in die Kanone hier irgendwo irgendwas reintun. Moment mal, vielleicht so. Nein. Auch nicht. Irgendwas gab's hier aber noch, das weiß ich. Vielleicht muss ich ja auch da hoch, nicht da drüben. Stimmt. Gibt's ja auch noch. Ja, hier, da ist doch die Kanone. Okay, vielleicht hier irgendetwas. Anzünden sollten wir sie vielleicht. Nein, nicht so, Kazooie. Außerdem, warum bist du überhaupt in meinem Rucksack versteckt? Komm da raus. Irgendwas musste man hier machen. Ich komme bloß nicht drauf, was. Ja, und die Hexe lacht sich natürlich ein ab, weil wir es nicht rausfinden. Naja, egal. Gehen wir jetzt erstmal in die Welt hier rein. Das finden wir schon nachher raus, vielleicht wenn wir neue Moves erlernt haben, was wir hier machen können. Los geht's! Oh, schöne Musik. Ahoi, willkommen an der Treasure Drove Cove. Zwei neue Moves sind hier zu finden. Okay, und ich sehe schon gleich das blaue Jinjo. Aber ich glaube, hier irgendwo war ein Hai. Da müssen wir halt aufpassen. Das schwimmt. Ja, ich wusste es. Mein Leibgericht, bitte im Wasser bleiben. Raus da, verpiss dich. Okay, super. Okay, gut. Wir haben das blaue Jinjo gefangen und der Hai hat sich in Luft aufgelöst. Ich bin ja kein Schwäbe. Und anscheinend können die sich wirklich in Luft auflösen und leider konnte er uns nicht verspeisen. Okay, machen wir uns mal ans Noten sammeln und ans Puzzleteil vor allem. Okay. Diese Welt ist auch sehr witzig, finde ich. Okay, da drüben weint irgendjemand. Ein klarer Fall von Selbstmitleid. Nein, Kazooie. Auch nicht das. Auch das nicht, aber jetzt. Okay, hier. Ah, ein Mumbo-Schädel. Brauchen wir wahrscheinlich noch. Den sollten wir uns nachher auch irgendwie holen. Wenn ich nur noch wüsste, wie. Okay. So, ein paar Noten haben wir schon mal. Okay. Was ist dein Problem? Ahoi, ihr Landratten. Ich bin Captain Blubber. Ich hab meinen Goldschatz verloren, als mein Schiff auf diese Sandbank auslief. Na, dann musst du ihn jetzt versuchen, Blubberboy. Ich würde, aber ich kann nicht schwimmen. Wollt ihr einem alten Seebären nicht helfen? Na klar, wir werden den Schatz schon finden. Okay, jetzt müssen wir noch auf Schatzsuche gehen. Gehen wir mal ins Schiff hier rein. Ich hab den Riecher dafür, dass hier drin der Schatz ist. Ja, und sogar ein Mumbo-Schädel. Man sieht schon. Ja, tatsächlich. Okay. Wofür wir jetzt noch Mumbo-Schädel brauchen, ist mir ein Rätsel. Aber man weiß ja nie. Mumbo ist ja ein guter Zauberer. So. Okay, gib Gas. Hopp. So. Ahoi, ihr beiden. Ich bin Captain Blubber, sagenhafter Goldschatz. Okay. Wir haben ihn wiedergefunden. Vielleicht gibt es ja jetzt ein Puzzleteil oder einen Keks. Okay, Rückwärtssalto. Was sie nicht alles von uns verlangen, was? Okay. Toll, das ist die erste Hälfte meines Schatzes. Okay, dann müssen wir jetzt noch irgendwie hier ins Schiff kommen und die zweite suchen. Ich hab's doch geahnt. Die sind beide im Schiff. Captain Blubber ist anscheinend nicht sehr intelligent. Ich habe ja auch nichts gesagt, also. Noten, Noten, Noten. 25 Noten haben wir. Insgesamt schon 125 Noten. Ich glaube, wir müssen wieder nur 50 sammeln, um die nächste Tür zu brechen. Aber jetzt erst einmal bringen wir den Goldschatz. Das gibt 100 pro ein Puzzleteil. Ja, schwimm doch da rein,
So. Passt. Okay. Schneller. Beeil dich, Banjo. Unsere Zeit. Okay. Mein Schatz, ich könnte heulen. Vielen Dank, ihr Süßen. Nehmt dies als Belohnung. Hurra, ich bin wieder reich, reich. Tja, da freut er sich. Und wir auch, weil wir haben ein Puzzleteil. Ohohoho, super. Genau das, was wir jetzt brauchen. Und wo ein Meer ist, sind natürlich auch... Oh, Schmackofatz, hä? Eieiei. Die sind anfällig, du. Ich glaube, die lassen wir lieber in Frieden. Ansonsten ziehen wir noch den Kürzeren. Okay. Nein, nicht runterfallen. Naja, egal. Schauen wir mal, was es hier noch gibt. Boah, was ist das hier? Du liebe Zeit. Ein Riesenhummer. Wahrscheinlich müssen wir gegen den kämpfen. Das ist Leppers Strand. An mir kommt ihr nicht vorbei. Das werden wir sehen, Krustenhirn. Diesem frechen Vogel sollte man die Flügel stutzen. Ach ja, versuch es, wenn du dich traust. Okay, jetzt halt. Autsch, das hat wehgetan. Ich glaube, ja. Bei dem weiß ich sogar noch, wie wir... Jetzt bin ich aber echt sauer, wie wir gegen den kämpfen müssen. Mist. Nimm das. Du rotzfreches Schnabeltier. Scheiße, gleich sind wir tot, Leute. Nein, jetzt nicht, jetzt nicht. Scheiße, oh nee. Ist das Spiel für euch zu schwer? Ich lache immer mehr und mehr. Na toll. Die Bestleistung dieser Welt ist nun 28 Noten. Na toll, jetzt können wir das Jinjo auch nochmal holen. Und die ganzen Noten auch nochmal einsammeln. Na super. Mein Leibgericht, bitte im Wasser bleiben. Verpiss dich. Oh Gott, hey, wie ich das hasse, in so einem Spiel zu verlieren. Okay, wir haben zwar Leben verloren, aber wir haben das Jinjo. Okay, Statistik. Das Puzzleteil, ja, es wird beibehalten. Okay, gut. Glück gehabt. Dann weg hier. Boah, Alter, hätte ich mich jetzt aufgeregt, wenn es hier nicht... Ah, du blöder Vogel hier, komm her. So. Ich hätte mich echt geärgert, wenn das jetzt nicht beibehalten gewesen wäre. Das sind dann unnötige Rätsel, die noch einmal gemacht werden müssen. Oh Mann, hey. So, zu dem fetten Hummer gehe ich jetzt erstmal nicht hin. Ich gehe jetzt erstmal hier auf Suche. Okay, und der hat seinen Schatz schon wieder verloren, aber ich bin mir sicher, dieses Mal werde ich ihm nicht helfen, denn er hat uns schon das Puzzleteil gegeben. So leid es mir tut. Und da unten ist ein Mumbo-Schädel, den ich haben will, aber nicht bekomme. Schade. Naja, ich sag nur so viel, Leute, wo es auch ein Strand ist, also wo ein Strandlevel ist, sind auch Strandgegner. Erklärt ja irgendwie einiges, ist auch logisch. Oh, Bottle, Zügel. Zeit, einen neuen Move zu erlernen, was? Der Supersprung wird euch in neue Dimensionen einführen. Nehmt Kazooie das in die Hand, ich bin so müde. Keine Sorge, der freche Tutan ist an der Reihe. Stelle dich auf eine grüne Sprungplatte und halte den A-Knopf gedrückt. Hey, du machst nicht den frischesten Eindruck, ich werde deine Energie auffüllen. Okay, super, danke. Okay, super, super, wir haben einen neuen Move. Achso, da oben ist schon ein Mumbo-Schädel.
Okay, zwei Stück haben wir. Das ist wunderbar. Okay, das war sehr knapp. Da drüben ist ein Jinjo. Okay, und da drüben sind Schatzkisten, wie es scheint. Nein, aua! Mist. Na toll. Da wären wir wieder ganz am Boden. Ah, so geht das. Vielleicht ist Kazuya am Ende ja noch stärker wie Banjo. Nein, Leute, ich habe nichts gesagt. Okay. Dich zerstören wir jetzt erst einmal nicht. Okay. Was ist da drinnen? Ein paar Noten. Klasse, ihr habt eure bisherige Bestleistung übertroffen. Okay, Glück gehabt. Wir sind rechtzeitig raus. Die Federn sind auf jeden Fall für einen neuen Move. Ich weiß mit Sicherheit, dass man hier das Klettern erlernen kann. Okay. Gehen wir mal weiter. Vielleicht finden wir noch ein paar Jinjos. Die haben erst ein Puzzleteil, Leute. Erst eins. Das ist sehr schwach. Okay, was auch schwach war, war gestern das Spiel gegen Chelsea. Wir haben verloren, aber hoch aus. Hoch aus. Oh Mann, oh Mann. Das tut weh, sowas zu sehen. Folge den Pfeilen, wenn du nach dem Gold strebst. Das ist eine Ja-Flugplatte. Wir müssen aber erst mal den Hügel finden von Bottles, damit wir erfahren, wie das Ganze funktioniert. Ist gut. Ich hab's mehr gedacht. Okay, hier müsste es doch noch irgendwo Jinjos geben. Hallo. Und tschüss. Vielleicht gibt es hier hinten noch irgendwas. Ja, hier müsste es wirklich noch irgendwas geben, aber nicht ins Wasser. Da wartet der Hai. Ich hab's doch gesagt. Für dich gibt's nichts. Weder Nachtisch noch. Okay, ruhig bleiben. Hai, verpiss dich. Super. Er hört auf mich. Das ist gut. Oh je, Leute, da erwartet uns noch einiges in diesem... Ai. Los, weg hier, Mann. Verpiss dich. Wie der sich immer übers Fressen freut und dann gibt's nichts. Ich muss lernen, irgendwie ruhig zu bleiben bei dem Spiel. Ansonsten verkack ich's. Tja, ich hab's doch gewusst. Hier gibt's ein Puzzleteil. Das zweite erst. Okay, Leute, unser Part ist leider schon vorbei. Wir sehen uns im nächsten Part mit Let's Play Banjo-Kazooie und mir, der Bowser-Legende. Adios!